Vulkanischer Winter würde einsetzen, dem Asteroidenwinter nicht unähnlich. Die weltweite Durchschnittstemperatur könnte um 5 Grad Celsius sinken. Das hört sich nicht viel an, aber nur so viel trennt uns von der letzten Eiszeit. Wenn diese schrecklichen Ereignisse geschehen, erkennen Bibelgelehrte sie sofort als die vor Tausenden von Jahren prophezeiten Ereignisse wieder, die nun eintreten. Im Gegensatz zu manchen Gläubigen sind sich Wissenschaftler bezüglich der Zukunft nicht so sicher. Supervulkanausbrüche können an mehreren Dutzend Orten auf der Erde stattfinden. Wir können nur versuchen, Anzeichen einer möglicherweise bevorstehenden Eruption zu erkennen, die Umgebung zu evakuieren und uns auf mögliche Konsequenzen vorzubereiten. Nicht sehr beruhigend. Ein weiteres Geheimnis erforscht und noch mehr offene Fragen. Das nächste Zeichen ist noch rätselhafter als Vulkane, aber mindestens so gewaltig. Es handelt sich um ein Phänomen, das unser lebenswichtiges Wasser rot wie Blut färbt. Wissenschaftler vermuten, dass das Leben im Ozean begann. Könnte es auch wegen des Meeres enden? Für die, die an die 7 Zeichen glauben, lautet die Antwort ja. 2005 wurde die Küste Floridas von einem gewaltigen Massensterben von Meerestieren heimgesucht. Mit Mistgabeln und Gasmasken bewaffnete Teams beseitigten Zehntausende verendeter Tiere, die vom Golf von Mexiko angeschwemmt wurden. 2007 betraf ein ähnlicher Vorfall die Küste Südkaliforniens und hinterließ die Strände übersät mit toten Seelöwen, Fischen, Vögeln und Walen. Bilder, die offenbar direkt aus dem Buch der Offenbarung stammten. Der Tod aller Lebewesen im Meer klingt zunächst unmöglich, weil das Meer so riesig ist. Und doch wird in der Schrift deutlich prophezeit, dass alles im Meer irgendwann sterben wird, im Laufe der Gerichte, die vom Himmel kommen. Es gibt also keinen Zweifel, es kann passieren und das wird es auch. Diese gewaltigen Todeswellen stehen in direktem Zusammenhang mit dem nächsten Zeichen der Prophezeiung. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. In der zweiten Zornschale im Buch der Offenbarung steht, dass sich alle Flüsse auf der Erde in Blut verwandeln. In der dritten Schale steht, wie alle Ozeane zu Blut werden. Ein zorniger Gott, der Wasser in Blut verwandelt, ist ein immer wiederkehrendes Bild in der Bibel. Aber was bedeutet es? Gott verwandelt das Wasser zu Blut. Das bedeutet, dass die Fische sterben und dass man es nicht mehr trinken kann. Die Vorstellung, dass das Blut, das in den Venen der Lebewesen fließen sollte, in den Ozeanen und Flüssen schwimmt, ist ein Zeichen für Verschiebung, Umbruch oder einer Katastrophe, die Gott willens ist, über die Erde zu bringen, wenn er erzürnt ist. Und das ist der hebräischen Bibel zufolge in Ägypten geschehen. Und es wird, laut dem Buch der Offenbarung, auch in der Endzeit geschehen. Zu biblischen Zeiten hatte Blut eine stark symbolische Bedeutung. Blut war von Beginn der jüdisch-christlichen Tradition an immer ein Symbol großer Heiligkeit. Im Buch der Offenbarung ist es ebenso wichtig. Sogar die Menschen der Antike, die keine anatomischen Kenntnisse hatten, wussten, was durch ihren Körper fließt und sie am Leben hält, ist Blut. Das Symbol Blut ist also ein Symbol für das Leben und in einem erhabeneren Sinne des ewigen Lebens. Aber Blut kann auch ein mächtiges Symbol für den Tod sein. Jahrhundertelang wurde die Verwandlung von Wasser in Blut symbolisch interpretiert. Aber jetzt bietet die Wissenschaft eine andere Perspektive. Könnte es einen wissenschaftlichen Grund dafür geben, dass sich Wasser blutrot färbt? Im Laufe der Jahrhunderte haben die Ozeane der Welt immer wieder einen blutroten Farbton angenommen. Wenn das geschieht, sind die Strände übersät mit verendeten Meerestieren. Vom kleinen Fisch bis zum Wal stirbt alles und wird an Land gespült. Heute ist dieses Phänomen als rote Flut bekannt.
Die rote Flut erklärt uns Dave Hutchins, ein führender Meeresökologe an der Universität von Südkalifornien. Rote Flut ist die landläufige Bezeichnung für einzellige Algen, die in küstennahem Wasser leben und Gifte produzieren. Sie bilden große Blüten, die wirklich zerstörerisch sein können. Einige unter diesen Organismen, die die Blüten ausbilden, haben eine rötliche Färbung. Und wenn es entsprechend viele sind, können sie das Wasser buchstäblich blutrot färben. Das Buch der Offenbarung wurde auf einer kleinen Insel im Ägäischen Meer geschrieben. Wahrscheinlich war die Rote Flut sowohl den örtlichen Fischern wie auch der breiten Bevölkerung, die die Prophezeiung gelesen hat, bekannt. Das Zeichen spricht von der Verwandlung aller irdischen Gewässer in Blut. Damit könnte durchaus das Phänomen der Roten Flut gemeint sein. Aber es müsste eine äußerst unnatürlich katastrophale Rote Flut sein, dass sie nur als Zeichen Gottes angesehen werden kann. Kann eine rote Flut so tödlich sein? Wieder bietet die Wissenschaft eine überraschende Antwort. Die für die rote Flut verantwortlichen Algen produzieren hochpotente Gifte, die für Menschen und andere Wirbeltiere tödlich sein können. Sie können denselben Schaden anrichten wie ein Nervengas. Die Hauptschuldigen sind filtrierende Schalentiere, Venusmuscheln und Miesmuscheln aller Art. Diese Organismen tun nichts anderes, als Wasser durch ein sehr feinmaschiges Netz zu pumpen und in ihren Mägen Algen herauszufiltern. Die meisten Vergiftungen mit Algengiften enthalten Schalentiervergiftung im Namen. Zum Beispiel amnestische Schalentiervergiftung, die zu Kurzzeitgedächtnisverlust führt. Paralytische Schalentiervergiftung, die Lähmungen verursacht. Neurologische Schalentiervergiftung, die die Atemwege beeinträchtigt. Davon gerät eine Menge in unseren Ernährungskreislauf, da wir einige dieser filtrierenden Meeresorganismen essen. Im Extremfall könnte sich die Bedrohung von der Nahrung, die wir essen, auf die Luft, die wir atmen, ausbreiten. Einige Arten dieser roten Flutalgen geben ihre Gifte ins Wasser ab. Von dort können sie über die Gischt in die Luft gelangen, wo Menschen sie einatmen können. Das wäre, als würden unsere Meere Wolken von Nervengas abgeben. Die Auswirkung auf die Menschen, die in Küstennähe leben, wäre verheerend. Wenn eine gigantische rote Flut alle Weltmeere zugleich träfe, würde ein Großteil der Meerestiere auf der Erde sterben. Ebenso die Menschen, die die Gifte der roten Flut essen und einatmen. Millionen von Menschen weltweit, die vom Meer als Nahrungsmittelquelle abhängig sind, würden verhungern. Das Ausmaß des menschlichen Leids und Sterbens wäre entsetzlich. Zweifellos würden viele dies als Erfüllung des siebten Zeichens sehen. Umweltverschmutzung und globale Erwärmung kippen das feine ökologische Gleichgewicht, das das Wachstum der roten Alge regelt, und treiben den weltweiten Anstieg der roten Flut zahlenmäßig und in ihrer Konzentration voran. Wenn dieses tödliche Gift weiterhin so gedeiht, könnte es unsere Meere überschwemmen. Wenn die giftigen Algen immer und immer wieder Überhand gewinnen, stehen wir vor einer überaus düsteren Situation. Diejenigen, die an die sieben Zeichen glauben, stimmen überein. Aber aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, Gott will dem rebellierenden Planeten Erde, dem Antichristen und seinen Mächten sagen: Ihr habt mein Volk gepeinigt. Ihr habt sein Blut vergossen und Millionen von Menschen, die an Gott glaubten, getötet, indem ihr deren Blut nahmt. Als Strafe und allerletzte Warnung werde ich alle Flüsse und alle Ozeane der Welt zu Blut verwandeln. Dieses Zeichen könnte also als böses Omen weltweiter roter Fluten interpretiert werden. Auch hier besteht eine Verbindung zum nächsten Zeichen, bei dem die Zerstörung wieder von einer Quelle des Lebens stammt. Ungeheure Erdbeben. Eine verheerende Plage. Sterbende, rot gefärbte Ozeane. Alles wurde in der Offenbarung vorhergesagt und alles auf der Erde miterlebt. Diese Katastrophen müssen den Weltuntergang erst noch herbeiführen. Aber sind es vielleicht Wegweiser, Warnungen, dass noch weit Schlimmeres kommt? Hinweise auf eine weitere globale Katastrophe häufen sich. Im Jahre 1997 bemerkte ein Feldforscher in der kanadischen Arktis, 150 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, alarmierende Veränderungen.
Die Veränderungen, die ich in der Arktis vorfand, waren viel zu extrem. Da war noch etwas anderes am Werk. Und ist es noch. Das ist eine Tatsache. Gewaltige Eisschollen spalten sich von der Antarktis ab. Hurricanes wüten mit unvorstellbarer Kraft im Atlantik. Wirbelstürme bringen Hunderttausenden Menschen den Tod. Dürren zerstören große Teile der Erde und ganze Arten sterben in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit aus. Könnten diese Katastrophen mit einem Zeichen in Verbindung stehen? Das Buch der Offenbarung besagt, dass die sieben Siegel sieben Fanfaren hervorbringen und dass auf das Schmettern der siebten Fanfare sieben Schalen folgen. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze. Hitze. Menschen verbrennen in der Sonne. Eines der alarmierendsten Zeichen der Prophezeiung. Für Wissenschaftler gibt es unverkennbare Hinweise, dass ein Klimawandel bevorsteht. Die Erde erwärmt sich. Es gibt gewisse physikalische Prinzipien, die unumstößlich sind. Die Physik hinter der globalen Klimaveränderung ist absolut klar. Erhöhung der Konzentration atmosphärischer Treibhausgase führt zur Erwärmung des Planeten. Dem Gesetz entkommt man nicht. Für Mark Cerenzi, einem Forscher des Nationalen Datenzentrums für Schnee und Eis, sind die Gründe für den Klimawechsel hausgemacht. Es wurde schnell deutlich, dass die Auswirkungen der globalen Erwärmung im Zusammenhang mit der Zunahme der Treibhausgase zu sehen sind. Mit all unseren Aktivitäten, sei es eine neue Stadt bauen, Ackerland bearbeiten, Autofahren und dabei Abgase in die Atmosphäre blasen, von denen wir wissen, dass sie schädlich sind, treiben wir die Erderwärmung voran. Und es geschieht viel schneller, als die Modelle es vorhergesagt haben. Das ist beängstigend. Religionswissenschaftler sehen den Beweis für die Klimaveränderung in einer größeren Prophezeiung, in einem weiteren Zeichen der drohenden Apokalypse. Die Menschen werden an Hitze, Sonnenstrahlen und Vergiftung sterben. Das Wasser verdunstet. Die Sonnenstrahlen werden so sehr intensiviert, dass 50% der Weltbevölkerung sterben wird. Wir erleben beispiellose Naturkatastrophen. Wenn man in den Nachrichten jemand auf dem Dach seines Hauses sieht, weil es überflutet ist, dann ist das beängstigend. Wissenschaftler und Bibelforscher sind sich in einem Punkt einig. Wenn auch nicht in der Ursache, so doch immerhin darin. Unser Planet erhitzt sich und die Auswirkungen sind katastrophal. Nicht ob, sondern wann und wie heftig, das sind hier die Fragen. Und schließlich, welche Folgen sind zu erwarten? Ein Anstieg der Erdtemperatur, wenn auch nur um wenige Grad, könnte weltweit verheerende Konsequenzen haben. Die Veränderungen schreiten schnell voran. Der Meeresspiegel wird steigen. Es wird sehr wahrscheinlich heftigere Wirbelstürme geben. Dürren werden zunehmen. Streit und Konflikte werden sich zuspitzen. Mehr Terrorismus als Folgen der globalen Erwärmung? Das ist durchaus möglich. Ein Temperaturanstieg würde eine Kettenreaktion auslösen. Wir werden feststellen, dass sich der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt. Warum wird das so sein? Hauptsächlich, weil die Gletscher und Polkappen schneller schmelzen. Vor allem Grönland und die Antarktis tragen zum Anstieg der Meeresspiegel bei. Zusammen sind das mehr als 90 Meter Eis. Ein relativ geringer Anstieg des Meeresspiegels von nur 10 Metern würde Florida und die amerikanische Ostküste überschwemmen. Dadurch würden 25% der Bevölkerung der USA heimatlos. Vielleicht sollten Sie lieber kein Haus in Küstennähe kaufen, wenn Sie noch eine Weile darin wohnen wollen. Denn das Grundstück könnte verschwinden. Andere Wissenschaftler rechnen sogar mit einem Anstieg des Meeresspiegels von bis zu 90 Metern. Das würde zu einer wahrhaft biblischen Katastrophe führen. London, Venedig, Amsterdam, Berlin, sogar Paris stünden unter Wasser. Wenn man ein klimatisches System Treibhausgasen aussetzt, dann entsteht, wie man in den letzten 100 Jahren beobachten konnte, eine starke Erwärmung.
Gleichzeitig würde die Erde von fürchterlichen Superstürmen verwüstet. Wirbelstürme nähren sich vom warmen Wasser der Ozeane. Diese erwärmen sich. Deshalb ist es logisch, dass wir in Zukunft stärkere Wirbelstürme erleben.